Heute ist der 29. März 2016. Hier geht es um das Thema Haftentschädigung in Deutschland. Ich hatte da wohl, glaube ich, schon mehrmals eigentlich in der Vergangenheit Videos gemacht. Hatte ich aber wohl mal gelöscht. Ist auch egal, dann mache ich es halt jetzt nochmal. Grundsätzlich ist es in Deutschland so, da gibt es ja auch ein eigenes Gesetz für die Haftentschädigung, dass man als Unschuldiger, wenn man unschuldig in Haft war in Deutschland, egal ob das Untersuchungshaft war oder Strafhaft, das spielt keine Rolle, und egal ob das ein Tag war oder ob das 10 Jahre waren, dass einen da grundsätzlich nach aktueller Lage 25 Euro pro Tag an Haftentschädigung zustehen. Vor wenigen Jahren waren das noch 15 Euro und in Deutschland sind das seit einigen Jahren 25 Euro. Das an sich ist natürlich ziemlich wenig, weil wenn man jetzt, gibt es ja in Deutschland, kommt ja Justiz und Polizeistaat Deutschland öfters vor, dass man unschuldig weggesperrt wird. Die Justiz macht ja angeblich keine Fehler, vor allem nicht nach einem gewissen Forum. Da ist ja alles in Ordnung laut diesem Forum. Ja, es gibt es also, dass man halt unschuldig in Haft kommt. Besonders schlimm, wenn man natürlich eines Sexualdelikts beschuldigt wurde. Insbesondere, wenn man natürlich was als Kinderfänger oder ähnliches, also jemand, der Kinder missbraucht hat, beschuldigt worden ist. Gibt es ja auch. Ja, gab es ganz normale Menschen, vielleicht ein Lehrer oder so. Der wurde beschuldigt, sich an ein Kind vergangen zu haben. Wurde 5 Jahre in Haft. Seine Mitinsassen im Gefängnis, die interessiert das nicht, ob der unschuldig ist oder so. Die sehen dann nur, dass ein Kinderschänder, das heißt, er durchlebt da die Hölle. Na gut, gibt es vielleicht dann wieder Aufnahmeverfahren. Oft nur durch Zufall, weil sich irgendein engagierter Rechtsanwalt dafür interessiert und den Fall gesehen hat und gedacht hat, okay, den nehme ich jetzt mal auf. Gibt es vielleicht ein Wiederaufnahmeverfahren, was dann erfolgreich war. Ein äußerst seltener Vorgang in Deutschland, ein erfolgreiches Wiederaufnahmeverfahren. Ja, und dann wird er entlassen und dann hat er grundsätzlich Anspruch auf 25 Euro Haftentschädigung pro Tag. Das muss man aber erst beantragen. Meines Erachtens muss das eventuell auch ein Rechtsanwalt unterschreiben. Ich weiß auch nicht, ob das ein Muss ist. Also dieser Antrag auf Haftentschädigung sollte man aber von Rechtsanwalt machen lassen. Das ist alles besser. Auch wegen Dokumentation und so, dass sich das später nachweisen lässt. Ja, und dann dauert das ja auch erstmal eine Weile. Ja, also es ist ja nicht so, dass man den Antrag einreicht, nach 3 Wochen hat man dann das Geld auf dem Konto. Ja, die Polizei lässt, die Justiz lässt sich ja Zeit. Obwohl es das Wiederaufnahmeverfahren gegeben hat, ja, und alles feststeht, lässt sie sich dann natürlich Zeit. Ja, das ist typisch deutsche Justiz. Das absolut perverseste und kränkeste aber daran, an dieser Haftentschädigung ist folgendes, dass es halt erstens ja immer noch ziemlich wenig ist, 25 Euro zum Vergleich, Österreich oder Schweiz sind das, glaube ich, um die 100 Euro. Ich glaube, irgendwo Schweden, Finnland, die Ecke, waren es, glaube ich, sogar 200 Euro. Ist nur gerecht. Ja, weil man muss ja davon ausgehen, man war unschuldig in Haft. Man hat dadurch Reputation verloren, also seinen Ruf, ja, alles mögliche, seine Frau vielleicht, was weiß ich. Ansehen und so weiter. Ja, hier sind es halt nur 25 Euro und das, wie ich gerade angesprochen habe, das perverseste und kränkeste daran ist, die 25 Euro stehen einem nicht mal komplett zu. Denn wenn das dann genehmigt wird, diese Haftentschädigung, dann ist es tatsächlich so in Deutschland. Auf diese Haftentschädigung werden die Verpflegungskosten von der Haft, auch wenn das unschuldig, auch wenn man unschuldig in Haft war, tatsächlich angerechnet. Das ist so, also es stehen dann letztendlich nicht 25 Euro zu, sondern, ja, was weiß ich, 16, 17 Euro, weil auf diese Haftentschädigung werden die Verpflegungskosten, also dass man, als man im Gefängnis war, Verpflegung bezogen hat, tatsächlich angerechnet. Also dafür, dass man unschuldig in Haft gesessen hat, muss man auch noch dafür bezahlen. Ob das jetzt in Form der Verrechnung, es wird ja verrechnet, ja, also diese, man muss ja dann nicht wirklich bezahlen, es wird verrechnet, aber trotzdem muss man ja dafür bezahlen. Und auf diese 25 Euro, wir gehen jetzt mal von 100 Tagen aus, werden 2500 Euro, werden noch Verpflegungskosten angerechnet, die man halt während seiner Haft hatte. Das heißt, von 2500 Euro kriegt man jetzt, sage ich jetzt mal als Beispiel, 2000 Euro nur ausgezahlt. Man muss also wirklich dafür noch an den Staat zahlen,
auch wenn es hier nur in der Form der Verrechnung ist, dass man unschuldig in Haft war. Das muss man sich mal vorstellen. Man wird also quasi noch bestraft dafür, dass man in Haft war. Zweierlei bestraft. Erstens, wenn man unschuldig in Haft war. Das ist natürlich schon die größte Strafe an sich, dass man unschuldig in Haft war. Je nachdem, wie lange das ist, wobei das jeder Tag zu viel, aber wenn es 5 Jahre sind, ist das natürlich besonders krass. Dann möchte man Haftentschädigung und dann wird man nochmal bestraft, weil die einen tatsächlich von der Haftentschädigung die Verpflegungskosten für die Haft abziehen, obwohl man unschuldig in Haft gesessen hat. Ich meine, geht es noch perverser? Ein unschuldiger Mensch, der in Deutschland unschuldig in Haft gesessen hat, muss dafür auch noch bezahlen. Auch eine Verrechnung ist die Bezahlung. Ja. Es wird verrechnet, also er muss da nichts überweisen oder so, es wird von Amts wegen verrechnet, aber das spielt keine Rolle. Für mich ist das trotzdem so, dass man das bezahlen muss. Ich denke, jeder versteht, wie ich das meine. Also statt 2.500 Euro oder 25.000 Euro kriegt man dann halt nur 2.000 oder 20.000 Euro. Also grob jetzt mal gesagt. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Man muss wirklich, wenn man unschuldig in Haft saß in Deutschland, muss man dafür auch noch zahlen. Wird dafür noch bestraft. Da werden wirklich Verpflegungskosten bezahlt. Jetzt kommen vielleicht noch solche Kritiker, am besten hier die Spinner, ja, vom Anti-Reißdämm-Forum sagen, naja, du hast ja Essen kostenlos bezogen im Knast. Und das ist ja ein tolles Argument. Ich kann doch nichts dafür, wenn ich kostenlos im Knast gesessen habe, ihr Vollpfosten. Da gibt es nämlich noch ein gutes Beispiel. Wenn ein schuldiger, normaler Häftling im Knast gesessen hat, sagen wir mal einfach, was weiß ich, ein Typen, was weiß ich, was der für Straftaten begangen hat, spielt keine Rolle. Wenn jetzt ein Typ, sagen wir mal, 3 Jahre im Knast gesessen hat, der wird dann ganz normal entlassen. Der wird weder während der Haft noch nach seiner Entlassung mit irgendwelchen Kosten konfrontiert. Vielleicht bis auf das, was er fürs Verfahren, also man muss ja, wenn man schuldig gewesen ist, fürs Verfahren zahlen, fürs Gerichtsverfahren, aber das hat ja mit der Knastverpflegung nichts zu tun. Also jemand, der ganz normal, aber jetzt ein halbes Jahr gesessen hat, 3 Jahre, 15 Jahre, egal, derjenige muss nicht für seinen Haftaufenthalt, also für die Verpflegung, Kost und Logis, muss er weder während der Haft noch nach seiner Entlassung bezahlen. Also der bekommt keine Rechnung. Das ist Fakt. Aber jemand, der unschuldig in Deutschland in Haft gesessen hat, der wird da zur Rechnung gebeten, also auch in Form der Verrechnung. Ja. Aber er muss halt dafür zahlen, das ist der Punkt. Er muss dafür zahlen. Ein unschuldig Inhaftierter in Deutschland muss dafür zahlen, weil die Kost und Verpflegung auf seine Haftentschädigung angerechnet werden. Aber jemand, der in Deutschland schuldig in Haft gesessen hat, der muss dafür nicht zahlen. Er muss nicht für die Verpflegung zahlen. Ein schuldiger Inhaftierter muss nicht für die Verpflegung im Knast bezahlen, aber jemand, der unschuldig in Deutschland in Haft gesessen hat, der muss für die Verpflegung im Knast bezahlen. Leute, lasst euch das einfach mal durch den Kopf gehen, wie krank und pervers das ist. Und fragt euch dann noch, ob Deutschland ein guter Staat ist.